Treibjagd auf Zebras. Durch dieses Gatter werden gleich 2 Dutzend Zebras getrieben. Sie könnten schon bald als Löwenfutter enden. Die Tiere stammen aus dem Soysambu-Reservat in Kenia, das eine der reichsten Familien des Landes gehört. Ihre neue Heimat, der Amboseli-Nationalpark, etwa 300 Kilometer südlich. Insgesamt 7000 Zebras und Gnus sollen über mehrere Wochen in kenianischen Parks zusammengetrieben werden, in einer der größten Tierumsiedlungen in Afrikas Geschichte. Die Tiere kommen mit dem Stress beim Einfangen und dem Transport gut klar. In der neuen Heimat passen sie sich schnell an. Der Grund der Umsiedlung? Wegen einer Dürre im vergangenen Jahr geht den Raubtieren im Amboseli-Nationalpark das Futter aus. Mehr als 60% der Zebras und Gnus im Park sind bereits verendet. Dieses Jahr wird es hoffentlich keine solche Dürre geben. Dann werden sich die Tiere dort wohlfühlen. Die Umsiedlung soll auch den Bauern in der Nähe des Amboseli-Nationalparks helfen. Denn hungrige Raubtiere fressen auch Nutztiere. Zuletzt erschossen Bauern zahlreiche Löwen und Hyänen. Rund 1 Million Euro kostet der riesige Tiertransport insgesamt. Viel Geld, um Löwen und Hyänen einen gedeckten Tisch zu bereiten. Mitleid mit den Zebras haben die Tierschützer nicht. Wir bringen die Tiere nicht dorthin, damit sie getötet werden. Wir versuchen lediglich, das Ökosystem im Amboseli-Park wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die letzte große Umsiedlung von Wildtieren gab es in Kenia vor 5 Jahren. Aus einem überbevölkerten Park am Indischen Ozean sollen damals 400 Elefanten in ein großes Reservat im Binnenland gebracht werden. Die Aktion wurde allerdings nach kurzer Zeit wieder gestoppt, wegen einer Dürre im neuen Reservat.